Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu... Nein, nicht herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Ja, und ich werde euch heute zeigen, wie ich meine Sachen aufnehme. Aber da ich leider keine Kamera habe, kann ich euch nicht zeigen, wie ich das Ganze angeschlossen habe, was ich zum Aufnehmen brauche. Also, zum Aufnehmen braucht man einen Videograbber. Je nachdem, was man aufnehmen will. Wenn man vom Fernseher oder von der Wii aufnehmen will oder sowas ähnliches, braucht man einen Videograbber. Ja. Und was nützlich ist, ist eindeutig ein Cinch-Kabel und noch so ein extra Kabel, was man mit der Wii, dem Fernseher und den Cinch-Kabel mit what the fuck? Ja, so mache ich das. Und ja. Und ja. Dann braucht ihr ein Headset, ein funktionierendes, relativ gutes. Und was ihr noch braucht, ist ein Aufnahmeprogramm. Das braucht ihr ganz sicher, das kann ich euch sagen. Ja, riesig. Okay, ja, das kann ich euch sagen. Ja, das kann ich euch sagen. So. Jetzt dürfte meine Maus leuchten. Ja, hier haben wir... Also, ich habe den USB-Videograbber von Logilink, den 2.0. Und den werde ich jetzt einfach mal anschließen. Achso, und was ihr noch braucht, ist ein Laptop oder ein PC, den ihr mit der Wii verbinden könnt. Ihr könnt auf dem PC spielen oder auch auf der Wii oder auf dem Fernseher. Dafür braucht ihr halt dieses Extra-Kabel. Ja. So, OLED Video Studio. Benutze ich zum Aufnehmen. Ja. Aber das reicht nicht alleine, weil entweder habt ihr nehmt ihr damit auf ohne Game Sound. Also nur mit euch. Oder ihr nehmt so auf, wie ich es tue. Ihr geht erstmal hier auf Aufnahme. Ja, das laggt bei mir immer hier so ein bisschen, weil wegen hier Windows 7 und dann... ja, Hilfe. Ja, das ist Audacity. Und das ist mein Audioaufnahmeprogramm. Und ich mache das immer so. Ich ziehe das hier so zur Seite und gehe dann wieder auf das Fenster. So, dann warte ich. Wegen Camtasia wird es wieder alles extremst laggen. Ja, und heute kommt's... Ja, jetzt kommt hier unteres Halbbild zuerst. Ich würde es einfach mal ganz normal lassen und dann klicken wir auf OK. So, ich hoffe, diesmal bewegt sich die Maus. Das ist komisch gewesen. So, dann dürft ihr hier einen Ordner aussuchen. Hier könnt ihr aussuchen, in welchem Format. Ich habe AVI eingeschaltet. Was ist hier? Hier ist die Quelle, von was es aufgenommen wird. Und dann habt ihr hier die Optionen. Da könnt ihr hier die Aufnahmeoptionen, das sind die Frames. Habe ich 25, weil, keine Ahnung, ich könnte auch auf 30 stellen oder auf 60, dann würde alles noch ein bisschen schneller laufen. Aber, ich lasse es einfach ganz normal immer. Den Rest solltet ihr einfach in Ruhe lassen. Oder nee, nicht ganz. Ja, dann könnt ihr hier... Hier habt ihr Paul und so. Am besten bei der Wii geht Paul und geht hier bei... Also ich mache meistens hier auf Video Composite. Und dann geht ihr hier auf digitale Audio-Ausschnittstelle bla, US. Ja, das ist, dass der Sound aufgenommen wird. Und hier gibt's nichts anderes, bei mir zumindest. Das lasst ihr so, das lasst ihr auch so. Und hier bei der Aufnahme könnt ihr auch ein bisschen kleiner machen oder größer. Das hier wäre jetzt größer, aber da immer der Rand abgeschnitten war, habe ich es gelassen. Ja. So. Und wenn ihr anfangen wollt aufzunehmen, also nee, ich zeige euch erst nochmal was. Ihr sollt dann hier bei Aufnahme Plugin, solltet ihr, nee, das war nicht das Plugin, was war das? Ach so, stimmt, das war das, das ist jetzt das
einstellen von der Größe des Bildschirms. Und wenn ihr dann aufnehmen wollt, dann rate ich euch, ihr geht zuerst hier auf Audacity, startet die Audioaufnahme mit hier und dann klickt ihr hier auf Videoaufnahme. Und sobald das Video dann anfängt hier aufzuleuchten, fangt ihr einfach an zu reden. So, jetzt habe ich euch eigentlich erstmal alles übers Aufnehmen erklärt. Jetzt sage ich euch nur noch, womit ich den Bildschirm aufnehme. Das mache ich mit Camtasia Studio. Damit rendere ich auch. Dann nehmt ihr jetzt einfach hier zum Beispiel, ja, einfach mal das Video von gestern. Hier. Das zieht ihr dann in die. Nein, ich wollte es nicht starten. Ja, das zieht ihr dann da unten in die Timeline rein auf 0 Sekunden. Macht hier euren Format, den ihr wollt. Ich mache immer in der Aufnahmeformate, weil das dann etwas größer ist als normal. Dann klickt ihr auf OK. Dann müsst ihr erstmal kurz warten. Und ich guck mal schnell, wie viel ich noch Zeit habe. Okay, hab noch Zeit. Hallo. Ja, wird klein. Ja, und dann wird hier dann das Bild formiert und ihr müsst dann halt warten, bis die Tonspur bis zum Ende ist. Mache ich aber jetzt nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Dann geht ihr nochmal auf Medien importieren, wenn ihr so aufnehmt wie ich. Da ihr ja noch eine Tonspur einfügen müsst. Dafür geht ihr dann hier auf die Tonspur. Die hier habe ich in MP3-File gemacht. Das muss ich euch auch noch erklären mit Audacity. Das mache ich dann erst, wenn ich Camtasia Studio geschlossen habe. Und da nehmt ihr dann das hier, zieht es einfach auch auf 0 Sekunden und dann regelt ihr, macht ihr hier einen Rechtsklick drauf, Audio bearbeiten und regelt dann hier die Lautstärke. Ich mache meistens hier auf 12% oder so und mich selbst mache ich auf 100%. Das mache ich immer so, weil es ansonsten ziemlich leise ist. Ja. Ja. Und was ihr auf jeden Fall braucht für Audacity, um das hier, wenn ihr was aufgenommen habt, dann könnt ihr hier auf Exportieren als MP3. Ich nehme jetzt mal kurz irgendeinen Schrott auf, so. Bäh, bäh. Ach so, und ja, hier bei Audacity, wenn ihr Windows 7 habt oder die neueste Version wollt von Audacity, Hilfe, es laggt. Ja, keine Rückmeldung. Yeah, toll, Audacity hat Probleme. Ja. Ja, ich klicke jetzt einfach hier drauf und mache auf Abbrechen. So, öffne Audacity nochmal. Jetzt kommt die Meldung. Ich drücke auf OK. Aber Audacity öffnet sich. Dann nehme ich jetzt auf. Ja, und was ihr noch wissen solltet, ist, wenn ihr hier auf die Einstellungen geht vor der Aufnahme, habt ihr, wenn ihr Windows 7 habt, nicht hier Mic-Line eingestellt, sondern hier digitale Ausschnitte. Das nimmt dann auch nochmal den Game-Sound auf. Deshalb stellt ihr dann hier auf Mic-Line um und hier oben ja Realtek Dings und dann geht ihr auf hier gibt's noch mehr, aber oh, Stereo kann ich einschalten. Ja, Stereo ist schön. Ja, und ja, dann geht ihr auf Exportieren als MP3, aber bei euch kommt dann noch so eine Meldung, was für ein DLL. Ja, das müsst ihr einfach mal in Google suchen. Und dann findet ihr hier, dann findet ihr in Google sowas, so ein DLL für Audacity in MP3 umwandeln. Das finde ich gerade selbst nicht auf meinem PC, aber ich hatte es. Ja, und dann könnt ihr es in MP3 umwandeln. Ja, und so habt ihr dann auch ein MP3-File. Nein. Ja, und das war's dann sogar eigentlich schon. Ja, und wenn ihr das dann hier so verarbeitet habt mit Produzieren und Weitergeben, wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr hier, lasst es einfach so normal, gibt da oben den Namen ein, geht dann auf Fertigstellen und dann wird's angefangen zu rendern. Dann müsst ihr einfach warten, bis es fertig ist. Und ja, dann würde ich sagen, das war's mit dem ersten Teil von diesem Tutorial. Das war's nämlich nur mit der, ja, mit der ja, mit der Konsolenaufnehmung. Ja, ich habe jetzt einfach eine Scheiße gelabert. Ja, der Rest kommt heute Mittag oder so. Ich werde dann,
Nachdem ich das hier hochgeladen habe, werde ich weggehen zu meinem anderen PC, wo ich den Bildschirm aufnehme und werde meinen Weihnachtsspecial hochladen. Und ja, super. Hier, Mausklicks markieren. Ja, Mausklicks, Mausklicks, Mausklicks. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bald. Ciao.